schon sind wir eigentlich auch mittendrin in einem dieser großen Themen des Buches, nämlich das gelungene Buches über das Nicht-Gelingen, also über die Unmöglichkeit des Gelingens von Welt und Menschsein. Augustinus ist einer der, in Anführungsstrichen, Paten dieses Romans. Was der Mensch schafft, das zerstört der Mensch, ist eines der Motti, eines der Zitate, das immer wieder vorkommt. Und doch leben wir nach Leibniz, auch seine Denkweise durchlebt dieses Buch, der gesagt hat, wie wir, wie Sie alle wissen, wir leben trotz allem in der besten aller möglichen Welten. Der Titel des Buches ist, das werden wir gleich hören von ihm, denke ich, mit Bedacht gewählt, Predigt auf den Untergang Roms. Rom geht immer wieder unter, es ist im 20. Jahrhundert runtergegangen. Es geht wahrscheinlich im Moment gerade unter, immer wieder, wie gesagt. Jerome Ferrari, Predigt auf den Untergang Roms. War das wirklich genau ein Titel eines der Sermones von Augustinus? Haben Sie das wörtlich übernommen? Alors, non, Saint Augustin n'a pas appelé ses sermons, n'a pas donné de titre. Ja, also einen solchen Titel hat natürlich Augustinus nie wörtlich ausgesprochen, also Predigt auf den Untergang Roms. Es sind vielmehr seine Sermones, die also Referenzen auf die einzelnen Evangelien machen und die er kommentiert. Er kommentiert Schriften und in diesen fünf verschiedenen Referenzen spricht er natürlich von dem Untergang Roms, ohne ihn sozusagen direkt beim Namen zu nennen. Mein Problem war, dass ich lange Zeit nach einem vernünftigen Titel gesucht habe und mich schwer getan habe. Und dann gab mir eines Tages der Auszug aus einem dieser Sermones diese Idee, diesen Titel zu wählen, und alle vorherigen schienen mir nicht geeignet. Und ich muss dazu sagen, dass ich also auch nur schreiben kann, wenn ich einen Titel für mein Werk habe. Und so habe ich mich also für eine einfache Lösung entschieden, diesen Titel gewählt. Das finde ich ja sehr witzig, dass Sie erst einen Titel brauchen, bevor Sie schreiben können. Die meisten Leute schreiben erst und suchen sich dann einen Titel. Ist das immer so? Oui, j'ai toujours eu le titre avant. Il se trouve que quand j'ai trouvé le titre, ça change les idées qui me viennent en cours d'écriture. Ja, das ist bei mir so. Ich brauche einen Titel, um meine Gedanken und meine Ideen besser strukturieren zu können. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich habe den Titel immer gleich am Anfang. Ein konkretes Beispiel, gerade auch aus diesem Roman. Ich hatte also verschiedene Ideen. Ich wusste, da ist ein Kapitel über die Sermones, über einen korsischen Bar, über eine Person, einen Mann, der das 20. Jahrhundert sozusagen durchreist und erlebt und immer etwas neben der Kappe ist. Und ich hatte auch die Idee, Marcel Antonetti als Figur hineinzubringen, aber das Ganze war noch etwas unausgegoren und da gab es so eine Art unverdaulichen Mini-Völkuchen und ich wusste nicht so richtig, wie ich das sortieren sollte. Mit diesem Titel dann wurde alles anders, kam das ganze Struktur, alles aus dem Das heißt, Sie brauchen auch eine Struktur, um schreiben zu können. Sie bauen Ihren Roman, bevor Sie anfangen, ihn zu schreiben. Also ich habe neulich gehört, dass David Grossmann gesagt hat, er schreibt manchmal monatelang, bevor er überhaupt weiß, was daraus wird. Bei Ihnen scheint es genau umgekehrt zu sein. Il se trouve que dans tous mes romans, il y a plusieurs fils narratifs. J'ai encore rien écrit avec un seul fil narratif. Also bei mir ist es eben so, dass ich immer mehrere Erzählstränge parallel entwickle, mehr oder weniger. Ausgebaut sind sie, aber ich habe immer mehrere, nie nur einen. Ich muss immer wissen, im Vorhinein, wie sie miteinander zusammenhängen oder zusammen verbunden werden. Jetzt habe ich Angst, einfach irgendetwas zu schreiben, was nicht mit der ganzen Sache stattfindet. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie eine Masterarbeit, Abschlussarbeit im Abitur, aber ich brauche schon so eine grundlegende Anordnung der Struktur und der Stränge. Und ich brauche diese Klarheit einfach und diese Gewissheit und dann funktioniert das auch. Das ist übrigens ein Problem, wenn es darum geht, meine Romane inhaltlich zusammenzufassen. Das ist nicht ganz einfach, weil ich eben nicht nur einen Erzählstrang habe, sondern mehrere. Jetzt nochmal zurück zu dem Titel. Der Predigt auf den Untergang Roms. Der Untergang Roms war 410 nach Christus. Haben Sie den Titel gewählt, weil Sie sagen, es ist wieder soweit? Oder haben Sie ihn gewählt, weil Sie sagen, es ist immer soweit? Ja, also das ist eine Frage, über die ich bereits mehrfach Gelegenheit hatte nachzudenken. Sie wurde mir bereits mehrfach gestellt. Ich habe ganz ehrlich das Gefühl, dass der Erfolg meines Romans, selbst vor der Goncourt-Preisverleihung, auf Missverständnis beruht. Ich fürchte nämlich, dass man eben genau gedacht hat, ich beschreibe das Ende der westlichen Welt als eine Art Parabel auf dieses
Ende. Dabei habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht. Sicherlich hast du seit dem Zeitpunkt des Erscheins des Buches vertrauen, es war also in der Apokalypse die Rede und vom Weltuntergang. Aber mich interessiert in diesem Werk eigentlich dieses Metaphysische. Diese Sermone sind ja nicht über den Untergang Roms geschrieben worden, sondern zum Zeitpunkt, als Rom unterging. Und es hat etwas Zeitloses und Allgemeingültiges, Menschliches. Und das hat mich ja diesem Buch interessiert, diese metaphysische Komponente. Ich bin allerdings über dieses Missverständnis nicht drauf. Ich habe das nochmal nachgelesen. Augustinus hat ja wohl tatsächlich gesagt, was der Mensch schafft, wie ist das Zitat genau? Das, was der Mensch baut, zerstört er auch, das ist nichts Neues. Also das hat auch Augustinus schon gewusst. Ist das nicht fast so ein Hinweis, gelassen zu sein, sich zu schicken in die menschliche Natur? En fait, non, c'est pas du tout nouveau. Et je crois que le propos de Saint Augustin. Ja, in der Tat, das, was wir hier lernen, was Augustinus in seinen Sermonen beschreibt, ist nichts Neues. Er erklärt auch, das hat mich an diesen Sermonen interessiert, Dinge, die hier immer wieder geschehen und die auch bereits zuvor geschehen waren. Anlass war eben zum damaligen Zeitpunkt die Plünderung Roms, 3 Tage lang durch die Westgoten. Und Augustinus ist geradezu entrüstet und versteht die Aufruhr unter den Gläubigen nicht und fragt, also was ist los mit euch? Habt ihr nicht damit gerechnet? Habt ihr nicht gewusst, dass Menschen geboren werden und auch wieder sterben? Habt ihr nicht gewusst, dass so etwas passieren kann? Oder habt ihr euch im Glauben geirrt? Er ist also sehr direkt und auch grausam auf eine gewisse Art und Weise und nennt die Dinge beim Namen. Und sagt, das, was eigentlich ein Gemeinplatz ist, alles ist endlich, alles ist vergänglich. Was er natürlich auch leichter sagen konnte, weil für ihn das wirkliche Reich ist, das Reich Gottes sein würde. Insofern fand das auch nicht so wichtig, was auf Erden passierte, glaube ich. Es gibt ein Zitat von Augustinus, was sie dem Buch voranstellen. Und das heißt, die Welt ist wie ein Mensch. Sie wird geboren, sie wird groß und stirbt. Ist das eine Zumutung oder ist es Trost? Alors ça, c'est d'abord la phrase qui est à l'origine du roman. J'ai, avant de rencontrer cette phrase... Ja, dieser Satz ist genau auch der Ausgangspunkt meines Romans gewesen. Also diesen Satz hatte ich entdeckt, lange bevor ich wusste, dass Augustinus diesen ausgesprochen hatte. Also der entspricht auch genau der Textintention. Also diese Welt, die mit dem Menschen gleichgesetzt wird, und die geboren wird und groß wird und auch wieder stirbt, und, also vergänglich ist, das sind also genau diese Bilder, diese Vergleiche, die mich interessiert haben, zwischen den Menschen also und der Welt, zwischen dem Kleinen und dem Großen und dass das scheinbar Große, Würdige auf etwas Kleines heruntergebrochen wird und eben gezeigt wird, dass sich hinter dem Großen und Würdigen einfach nur ganz kleine und auch vergängliche Dinge verstecken und verbergen. Ich wollte keineswegs die korsische Bar mit dem römischen Reich gleichsetzen, das wäre also ein idiotischer Vergleich gewesen. Das war nicht meine Absicht, aber diesen allgemeinen Vergleich wollte ich anstellen und zeigen, dass also sich hinter jedem Großen auch etwas Kleines und Vergängliches verbirgt. Zerbrechlichkeit der Welt. Es geht also in diesem Buch unter anderem auch um den Untergang der Welt, um die Zerbrechlichkeit aber eher der Welt und des Menschen. Aber vielleicht jetzt doch ganz anders, als Sie es jetzt denken, nach dem, was wir geredet haben. Denn es ist nicht nur ein philosophischer Roman, sondern es ist auch eine ganz deftige, düstere Burleske. Also da werden auch von frisch kastrierten Schweinen Eier fröhlich gegessen, allerdings immerhin gegrillt. Zum Inhalt, Jérôme Ferrari hat gerade gesagt, wie schwer es ist, das zusammenzufassen. Oder da ist mir Peter Esterhazy eingefallen, der mal gesagt hat, er habe eine Tante und die habe gesagt, Bücher, die man zusammenfassen kann, lese ich nicht. In anderen Worten, dieses Buch können Sie wunderbar lesen. Man kann es nämlich in der Tat nicht zusammenfassen. Deswegen kriegen Sie auch von mir jetzt nur ein ganz karges Gerüst. Zwei ehemalige Studenten der Philosophie, Mathieu und Libéraud, wollen sich nicht länger mit Leibniz und Augustin befassen, sondern sie verachten eigentlich auch diese hochfahrende Engköpfigkeit der Sorbonne-Philosophielehrer. Und sie kehren zurück in das Dorf ihrer Jugend und übernehmen dort eine Bar, die korsische Bar, die gerade eben schon angesprochen worden ist, weil sie denken, dass da vielleicht die beste aller Welten zu verwirklichen wäre. Libéraud, so heißt es an einer Stelle, hatte seit langem aufgehört zu träumen und gab der Dummheit der Welt seine Zustimmung, eine schmerzhafte, umfassende, hoffnungslose Zustimmung. Was soll er also angesichts der Erkenntnis anderes tun und warum soll er weiter studieren? Also zurück ins wirkliche, ins überschaubare Leben. Die beiden jungen Männer haben zunächst auch großen Erfolg und fangen doch bald an, alle Fehler zu machen, die wir als törichte Menschen halt so machen. Also sie trinken zu viel, schlafen mit den Kellnerinnen
Und sie werden so hochfahrend wie ihre einst verachteten Philosophielehrer. Und insofern kann man sich vorstellen, dass die ganze Sache nicht wirklich gut ausgeht. Es ist ziemlich schwer. Die Stimmung wird immer aufgeladen, dann brutalisierter, sexualisierter auch. Und gieriger. Libero beginnt irgendwann zu begreifen, was da passiert und sagt, und wir haben das alles fabriziert. Wir. Also die guten Absichten, die sich ins absolute Gegenteil verkehrt haben. Das Ende des Unterfangens sind Blut und Hirn auf dem Asphalt der Straße und die Flucht aus dem Geistesleben ins wirkliche Leben ist also nicht so richtig geglückt. Es ist ein Buch darüber, dass Welten zerbrechen. Ob damals in Rom oder jetzt in der korsischen Dorfkneipe, Jérôme Ferrari hat das gerade gesagt, wenn wir das nicht vergleichen, aber es ist eben trotzdem in beiden passiert genau das. Es ist auch ein Buch über die, über das verwundete Europa des 20. Jahrhunderts, über das Ende des Kolonialismus, über den Algerienkrieg und die Traumatisierung von Siegern und Besiegten. Es ist ein Buch voller Anspielungen und Wissen und vor allem, und das war für mich wirklich wunderbar, es ist ein Buch voller Schönheit. Ausgerechnet dieses Buch der Unausweichlichkeit ist ein richtig schönes Buch.